Zack. Kiria Kronos wieder als Entertainer erreicht ein neues Erwachen. Kirias Inspiration nimmt Form an, in Form des Performer, das neue Ich. Kira scheint so schön. Du hast es geschafft, Kiria. Danke euch zwei. Nun denn, lass uns zurück zum Studio und mit unseren Lessen anfangen. Nein, wir gehen ins Bloom Palace. In die Hohmark. Ah, mein Meister ist so umständlich. Du musst wirklich dann reflektieren, was du getan hast. Ja, Kaja, du hast uns gerade ziemliche Kopfschmerzen. 7? Neue. So. Ja. Hä? Woher kommt Itzkis neue Radiance? Ich hab einen neuen Stage-Rank bekommen. Ach so, deswegen. Ich glaube, Dorf Reincarnation dürfte wahrscheinlich das sein, was wir eigentlich haben wollen, oder? Genau, die Zeitquests sind immer die Doors. So, in dem Fall auf zum Hiromax erstmal. Yeehaw! Wobei der natürliche Blumenpalace eigentlich in der Nähe wäre. Das ist der Assi-Kampf, das kann ich dir schon versprechen. Ellie schreibt mich an, wahrscheinlich meint sie wieder: Hey, Hollywood sagt, ich hab dir eine Quest aufgegeben. Bestimmt. Stimmt. Komm, jetzt das Beste vom Besten, Mirai. Genau, das Beste vom Besten. Oh, noch nicht mal. Lisa, es wäre Sneak Tail ziemlich gut mit Tsubasa laufen. Sie hat eine Menge Fans bekommen, als sie mit viel Idee war, aber es hat mir nicht gemerkt. Aber ich werde mich nicht geschlagen geben. Ich werde die sein, die von Fortuna zu Hollywood aufsteigt. Ich bin derjenige, der von Und ich bin derjenige, der von Fortuna in den Hiho-Markt geht. Genau. Erstmal Curry. Und wir haben noch genügend Curry. Ach so. Sonst von die andere Anna hat es. Hat die Items. Sonst gibt mir 3 Quellen für 10. Und sonst Energy noch? Das Vorheilung? Hab ich noch. Okay. Hallo Anna. So, bitte gib mir Amrita Soda, gleich 10 Stück. Nur 10? Wie nur 10? Ich würde gleich 20 mitnehmen. Warum so viele? Sicher ist sicher. So, danke für die Mailbox. Bye bye ho! Bye bye ho! Und jetzt in den Blume Palace. Ich dachte, ja, doch einfach eine Welttour. Eine Tokio-Tour. Hier sind einfach immer noch 3 Sidequests. Und Vending Machine. Achso, das kann ich auch danach noch machen, oder? Ja, muss nicht jetzt sein. Muss eh auch. Erstmal 3 Sidequests. Wir hatten gleichzeitig 4 Sidequests da in dem Büro. Ich weiß nicht, welche als nächstes machen möchte. Die von Mamori macht vielleicht mal als nächstes. Okay. So, jede Menge Unities. Itzki. Du bekommst höchstwahrscheinlich das hoffentlich bald. Das ist sorry, wir denken immer noch. Ich weiß, aber trotzdem. Geht doch wieder nicht. Hey, guck mal. Das hat mir vielleicht gerade eben geworfen, Cafeteria. Wieso Kira ist doch nicht. Das ist was anderes. Das ist der Skill, der nach dem Kampf dafür sorgt, dass man der K.O. war. Im Kampf. Oh, ja, gut. Außerdem hat Kira diese Fähigkeit. Okay. Das ist es ja. Kira hat die Fähigkeit, aber die hat sich aber bei diesem Skill nicht getriggert. Danke dafür. Ellie bekommt noch einen neuen Skill, den wir hoffentlich genügend haben.
Nein, natürlich nicht mehr. Mist. Aber gut, jetzt kommt erstmal die Tür auf Reincarn. Ne, erstmal HP noch. Vielleicht überlebt sie ja jetzt mehr, dadurch, dass sie mehr HP hat. Jetzt muss ich nicht mehr wirklich brauchen. Nein, jetzt wirst du mit den anderen späteren Kämpfen immer noch brauchen, oder nicht? Das stimmt. Mehr HP sind immer gut. Ich habe allgemein das Gefühl, manche der Charaktere haben so wenig HP. Händchen halten. Händchen halten mit der weisen Dame. So, und die Door of Reincarnation. Ikuya? Saria, Kilia. Doch, Reincarnation. Nee, Kiria. Kiria. Ich dachte, die Menschen dieser Welt sind so offensichtlich und sorglos. Ehrlich gesagt, sah ich nur Performing-Künste nur als Spiel. Aber ich lag falsch. Dich anzuschauen, habe ich gelernt, dass dich selbst auszudrücken auch ein Kampf ist. Einer, der dein Leben und deine Existenz in Gefahr bringt. Und am Ende dieses Kampfes hast du eine neue Identität gefunden. Taja. Ich war lange mich selber, weil ich dich hatte. Du bist den besten Partner, den ich niemals haben könnte. Bist du dir sicher, Kiria? Bist du dir ganz sicher? Das hat sie so gesagt. Möchtest du Taja nicht doch austauschen? Dafür ist es jetzt zu spät. Keine Ahnung. Lissa beispielsweise. Von mir aus auch gegen Donald? Denn Adoni ist keine Magierin. Nicht Donald, Ricken? Ricken, ja. Henry? Ja, irgendjemand anderes, der nicht Taja ist? Der Sohn von... Oh Gott, wie hieß sie? Agneta? Nicht Agneta, Du meinst Miriel? Genau, Miriels Sohn. Lawrence? Ich glaube, der hat nicht genau gepasst. Aber immer noch besser als Taja? Oder Miriel selbst? Nani! Der beste Partner! Nani? Was war das? Es ist nichts. Ich war nur ein bisschen aufgeregt. Mal abgesagt, ich bin dankbar für alles, was du getan hast. Das geht auch für Itsuki, nicht wahr? Oder ist er nicht der hier, den du dich sehr dankbar fühlst? Was sagst du? Es ist nicht so, ist es nicht. Etwas, es ist noch ein langer Weg vor dir, diesen Kampf, alles in Ordnung. Wir können unsere Geheimnisse später mit deiner teilen. Keine Sorge, ich werde meinen Partner nicht verlieren lassen gegenüber anderen Frauen. Du Trottel, Bagger!
Habe ich dazu hier versprochen? Hatte ich wieder Tränen in den Augen? Ja, das hatte ich. Ja, Kack. Ehrlich, Kirias Sidequests sind so toll. Mhm. Es ist halt eine Art von Persönlichkeitsausdrückung und ich finde es unglaublich wichtig. Besonders wenn das mich auch selbst betrifft. Es ist einfach so, manche Menschen verstehen gar nicht, wie schwer es ist, im Prinzip sich selbst ausdrücken zu können, beziehungsweise wie schwer es ist, von manchen Leuten komplett anders eingeschätzt zu werden und dann im Prinzip in eine Sparte reingeschoben zu werden. Ena kennt das Lied, deswegen, die kennt ja das Spiel, die Wii-Version. Und es ist eben wirklich so schwer, aus so einer Sparte wieder rauszukommen, deswegen so ein Lied, der sagt im Prinzip, gib mir einen Teil von dem, gib mir einen Teil von dem, es ist alles, was einen selbst ausmacht, werde etwas Einzigartiges. Es ist unglaublich. Vielen Dank für alles. Ida, das Lied ist echt toll. Und ich stelle gleich die Full Version in den Server rein. Ich muss aber sagen, ich mag das Lied sehr gerne, aber Labyrinth mag ich tatsächlich noch ein Stück mehr. Das stimmt. Es ist halt mehr upbeat, also fröhlich, halt, sag ich mal, nicht so traurig, sag ich, aber es ist halt wirklich so. Es ist gut, dass es so fröhlich ist, finde ich, weil es sagt also im Prinzip, dass sie ein bisschen weiter auf ihrer Reise gekommen ist. Labyrinth ist im Prinzip so der Anfang ihrer Reise und das zeigt, dass sie ihrem Ziel wirklich ein Stück näher gekommen ist. Also ihr wahres Ich so. Sie ist bei halt cool und cool. Halt, give me more cuteness, give me more coolness. Hä? Ist irgendwas falsch, Kiria? Hat's nicht Spaß gemacht? Oh nein, hat's keinen Spaß gemacht? So viel Spaß gemacht. Sie sah auch so aus, als hätte sie jede Menge Spaß gehabt. Und sie lächelt auch. Ja, hat es. Kiria, Tsubasa-chan? Otsukare no tokoro warui kedo. Kiria, Tsubasa. Tut mir leid, wenn ich reinpasse, wenn ihr müde seid, aber kann ich euch für einen Moment ausleihen? Oh, wir sind gleich da. Los geht's, Kiria. Ja. Guck mal, es ist nicht die Copy-Paste-Umkleidekabine. Es ist auch eine ähnliche. Aber sie hat andere Einrichtungen. Jetzt ist sie Copy-Paste wieder. Der Grund, warum ich so weit gekommen bin, ist, weil du da warst, um mir zu helfen. So, danke. Was ist? Ich denke, es ist großartig. Dein neuer Style, meine ich. Natürlich ist es das. Job complete. Kiria in Wonderland. Es regnet Erfahrungspunkte. Ja, sie ist verknallt in Itsuki, ja. Ich weiß nicht unbedingt, ob Mamori in Itsuki verknallt ist, aber bei dem anderen kann ich sagen, irgendwie ja. Ich glaube, bei Mamori wäre es auch eher so FBI Open Up, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Kira Kronov ist als Entertainer gewachsen und wurde eine neue Kiria. Tsubasa Oribe und Kira Kronov haben das Duo Art Give Me erhalten. Gimme, gimme, gimme. Nicht so. Warum kriegt Itsuki so viel Liebe ab und Toma gar nichts? Toma hat doch Itsuki. Ich kann auch gerne Thomas Sidequest gleich machen, wenn du willst. Och. Gerne, warum nicht?
Mach ich die Wendemaschine, hab ich ganz vergessen. Toma kriegt Yashiro, bitte nicht. Yashiro kann aber gerne Ellie haben. Warum denn das? Ich hab keine Ahnung, irgendwie hab ich das Gefühl, die passen gut zusammen. Oh, neulich, als ich mit Eier Kuchen gegessen habe, mein kleines Mädchen im Laden und hat auf mich gesagt und sagt, das ist Maro. Es war oft ein bisschen aufregend, so genannt zu werden. Obwohl das eigentlich ich, nicht ich bin. Hallo Toma. Welches Level hat deine Zeit kurz eigentlich? Hey Itzki, hast du momentan hast du Zeit? Ja, den können wir auch gleich machen. Mhm. Ist auch voll Marmoris? Machen wir erstmal seine. Okay. Sorry, Jethus. Ja, ich hab Zeit. Weil ich möchte seine Geschichte auch gerne zu Ende haben, weil... Okay. Ehrlich gesagt, ich mag seine Side-Stories auch sehr gerne. Diese Helden-Stories sind klasse. Mhm. Hast du Neuigkeiten gehört? Es ist großartig. Ich kann endlich zu einer, zu einem Casting für eine TV-Show gehen. Es ist für die neueste Show von Masquerader. Auf dem 35. Jubiläum, eine Show namens Oga. Für die Hauptrolle. Endlich. Ich schneide nur jemand Zwiebeln. Ja, ich will ein echter Held werden. Ein echter Samstagmorgenheld. Vergiss nicht, dass du noch nicht die Rolle bekommen hast. Toma, Itzki, das sieht schlecht aus. Schau den TV. Das könnte ein anderer Mirage-Vorfall sein. Oh nein, der Junge. Nein, nicht der Junge. Er ist männlich. Okay. Wieder einmal ist ein elfjähriger Junge verschwunden. Er wurde das letzte Mal in Dogensaka in Shibuya gesehen. Die Polizei untersucht weiterhin die Vorfälle und weiß noch nicht, ob das Kind eventuell in einen Unfall oder in einen Vorfall verwickelt war. Hey, ist es nicht das Copy-Paste-Kind? Ja, es ist eindeutig das Copy-Paste-Kind. Dogensaka ist in der Nähe von 106. Die Atmosphäre ist dort. Vielleicht ist er reingegangen. Was denkst du, mein Paladin Kain? Es ist möglich. Von dem, was ich gesehen habe, ist das Performer dieses Jungen sehr stark. Ey, Toma! Tut mir leid, Miss Maiko. Ich gehe auch. Seid vorsichtig, ihr beiden. Was denn? Das Kind sieht aus wie so ein Copy-Paste-Kind. Wie willst du die Party ran? Toma auf jeden Fall wahrscheinlich, weil es seine Zeit ist. Es muss auch. Ich glaube, Toma muss auch mehr oder weniger rein. Und ja, da muss. Wobei. Yashiro hat noch weniger, deswegen. Mamori hat zwar auch noch nicht ihre Offscreen-Dingens, aber trotzdem. Yashiro hat noch einen Rage. Okay. Stage Rage. Dann kannst du ihn auswechseln, wenn Yashiro es nicht so gut passt. Mhm. Jetzt geht Toma, die Polizei kam vor einem Moment und hat ein Top-Secret-Untersuchung in unserer Agentur gemacht. Ich freue mich irgendwie auf diese Quest. So wie es ist, ich dachte, das wäre. Ist es kein. Sagen wir nicht falsch, dass der Junge irgendwo in der Eidlosphäre rumwandert. Sein Name ist Riku Tsuzumoto. Okay, jetzt ist er nicht mehr das Copy-Paste-Kind, jetzt ist er ein Name. Er ist in der Eidlosphäre 106, seid vorsichtig. Leute, sobald ihr einen Namen habt, seid ihr kein Copy-Paste-Kind mehr. Oh Gott. Ist doch wirklich so, oder? Ich hoffe übrigens, wir kriegen nicht mehr so komische Sidequests wie die eine hier, wo wir einmal durch ganz Tokio laufen mussten, nur am Ende so, oh mein Gott, ihr trennt uns! Oh mein Gott, wir sind doch wieder zusammen! What? Oh mein Gott, ich liebe dich, Schatz! Die Quest war komisch. Ja. Oh, sein Schuh. Das gehört definitiv diesem Kind. Also ist hier hereingelaufen, wie wir befürchtet haben. Verdammt, wir müssen uns beeilen.
Und keiner hat dafür jetzt auch die perfekte Rolle, ein Paladin. Beruhig dich, Thomas. Ungeduld am Kampffeld kann dir das Leben kosten. Verliere nicht dein wahres Ziel vor Augen. Du hast recht. Es würde nichts bringen, wenn ich sterben würde, wenn ich ihn retten will. In der Tat. Lass uns vorgehen. Lass uns weitergehen, Thomas. So, huch. Tiki, hast du irgendwelche Hinweise auf Riku? Es kann alles sein! Du musst dich beruhigen, Thomas. Er ist schwach, aber ich kann ein paar vor einer Spitze des Gebäudes spüren. I see, also sind die Endquests scheinbar immer in den Dungeons. Ja, genau, immer am Ende des Dungeons. Also dort ist er! Ich bin mir sicher, aber das Parfum ist dort ziemlich schön. Ich spüre doch ein Mirage. Seid vorsichtig. Verstanden. Danke, Tiki. Du kannst dich auch porten. Das war mein Plan. Ich habe bloß am Portpunkt vorbeigelaufen. Und don't forget to speichern. Ich werde so gewarnt, bevor ich reingehe, oder nicht? Ja, gut, Katzen. Halt! Oh! Was ist auf einmal los? Diese Präsenz. Kann nicht sein. Ist das etwa Abel? Wenn kein so reagiert. Soll ich es dir sagen oder nicht? Ja, nein, sag's noch nicht. Okay. Ah, ich entschuldige. Wir dürfen nicht zögern. Lass uns vorwärts gehen. Ich tippe darauf, dass es Abel ist. Willst du noch die Party ändern? Nein. Okay. Ich habe die Party doch extra so darauf hingeändert, bevor wir hier reingegangen sind, oder nicht? Nee, ich frage ja nur. Wenn du nur Vermutung. Ach, du meinst, weil ich. Ich weiß, warum du fragst. Weil ich ja gesagt habe, wenn es Abel ist, dass es dann wirklich. Ja. Macht Sinn. Dann ist nämlich ein Speer. Dann bringt Yashiro mir nicht so viel. Dann brauche ich dich mal, Mori. Thomas wird wahrscheinlich so drin bleiben, genauso wie Tsubasa und Kiria in der letzten Quest drin bleiben mussten. Ja, du spürst eine ominöse Präsenz. Ich kann auch nochmal hier speichern. Abel, Frank oder Jay? Abel, Jagen oder Frey? Ich glaube schon, dass es Abel ist, wenn er so reagiert. Abel ist ja das Gegenstück zu Kain. Das wird mehr Sinn nach als der, die anfangs alte OP hat und der, halt den Remake-Charakter. Wird schon mehr Sinn machen. Warte mal, ich habe eine Nachricht von Miss Maiko erhalten. Oh. Du musst es doch gerade nicht überprüfen, oder? Ich kann doch nicht einfach ignorieren. Vielleicht ist was passiert. Tut mir leid, dass ich euch beiden störe, aber ist Thomas gerade bei dir? Ich kann ihn nicht kontaktieren. Ja, ist er. Das Casting ist heute. Ich habe einen Anruf vom Director bekommen. Es passiert gerade jetzt. Oh. Sag es, dass ich beeilen soll und dorthin gehen soll. Ich ziehe auf dich. Du kannst es immer noch schaffen. Er wird nicht gehen. Hä? Was schaffen? Deswegen meinte er auch gerade, du musst es nicht nehmen. Oh mein Gott. Jedenfalls, Babbles und geh weiter, Itzki. Wir können das Kind retten. Du sollst dich auf dein Casting beschäftigen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Deswegen habe ich darüber stillgeschwiegen. Natürlich würde ich das sagen. Ist okay, wirklich. Das Glück war einfach nicht auf meiner Seite dieses Mal. Und wie auch immer, ich möchte das Kind selbst retten. Ich habe es ihm schließlich versprochen. Oh, er hat es ihm versprochen. Los geht's. Wir müssen Riku retten. Sie wird Sora? Retten wir Riku und Kairi! Wait. Richtig.
Ja, hallo Abel. Der Performer wird eben ausgezogen. Ich meine, er ist grün, also es würde mich wundern, wenn es nicht Abel wäre. Chance hat jetzt meine Nachricht gemerkt. Kein. Er bemerkt keinen. Ich erwarte nichts weniger vom Bullen selbst, meinem alten Rivalen. Also warst du es, Abel. Du erinnerst dich an ihn, Kain? In der Tat. Egal, was mit dieser Welt passiert, ich könnte niemals Abel vergessen. Er ist mein Best Bro. So, Mirage. Er ist verflucht. Und er hat tatsächlich ein Speer. Hör auf, Abel! Du musst in deinen Sinn kommen! Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Du warst mehr als nur Precious. Du warst Ultra Precious. Du magst zwar nicht kämpfen wollen, aber ich möchte es. Mit allem, was ich bin, verabscheue ich dich. Der Fluch zieht an seiner Rivalität und an seiner kompetitiven Natur. Er ist außer Kontrolle. Ich werde euch alle töten. Und endlich beweisen, dass ich der Bessere bin. Abel! Kain! Abel! Naruto! Naruto! Sasuke! Berette deine Lanze vor Kain. Was lässt I run mine through this... Oder ich rahme mine durch dieses Kind. Es schmerzt. Ich hab Angst. Ich bin kein Copy-Paste-Kind mehr. Ich kann sterben. Rette mich, Raiga. Schade, dass wir das Raiga-Outfit nicht haben. Hey, du liebst also wirklich die Show. Los, Kain. Wenn dein Freund Mit deinem Freund nicht zu reden ist, dann müssen wir ihn einfach verprügeln. Toma. Wir müssen Abel respektieren. Also, wenn wir... Aber wenn ein Held gegen jemand anderen kämpft, für jemanden ist er unbesiegbar. Das ist die Heldenregel. Genau. Natürlich. Sieh meinen Einspruch als abgelehnt an. Einspruch! Nur weil Kain schnell rank besser aus, aber ist er neidisch. Bestimmt! Ja, Kain sieht wirklich besser aus als Arvin. In Heroes finde ich, sehen beide. Also in Heroes sehen sie beide cool aus, finde ich. Ich habe auch beide in Heroes tatsächlich. Dazu habe ich Freunde, auf die ich zählen kann. Du hast meinen Rücken, ey. Du unterstützt mich, oder, Itsuki? Tue ich das nicht immer? Best Bro. Halt durch, Riku. Wir werden dich retten. Lightning Energy, Full Charge. Boost up. Kriegen wir jetzt auch seine Einsequenz? Das wäre irgendwie cooler Einstieg. Yes. Immer in der letzten. Hier kommt auch ein neues Motorrad. Genau, weil ja. Path Change. Das ist cool, dass auch ein neues Motorrad. Bei Kiri hat man es auch ein bisschen gemerkt. Hekuba hat auch ein Motorrad. Mhm. Ich möchte auch ein Kavalier wie er deswegen. Schmecke die Klinge meiner Lanze und den Hass in ihr.